Der neue Range Rover Sport ist der sportlichste, der dynamischste und der agilste Land Rover aller Zeiten. Und der vielseitigste. Er versprüht Noblesse und ist mehr als nur operntauglich. Er ist, wie es sein Name vermuten lässt, sportiv, fast aggressiv. Und schließlich souverän und überlegen im Gelände, ein echter Allrounder eben. Der Range Rover Sport sieht dem klassischen Range Rover verblüffend ähnlich. Im Detail jedoch zeigt sich, dass es sich um zwei völlig unterschiedliche Modelle handelt. Der Sport ist 15 cm kürzer und 6 cm flacher als der konventionelle Range. Dem Range Rover Sport steht der enge Sportanzug richtig gut. Jedes Detail wirkt maskulin, dynamisch, überlegen, souverän. Ein Auto für Männer, ein Potenzmittel, rezeptfrei. Der Range Rover Sport ist das neue Designerstück unter den Offroadern. Und los geht die Hetzjagd auf Cayenne, X5 und Co. Also der deutsche Markt ist mit Abstand der wettbewerbsintensivste auf der ganzen Welt. Genau das ist die Herausforderung für uns. Und ich finde, dass Range Rover immer eine schöne Alternative ist zu den etablierten Marken aus deutscher Produktion. Wer ein bisschen was anderes haben möchte, abseits des Mainstreams, für den ist ein Range Rover durchaus eine Alternative. Auch wenn der hiesige Wettbewerb etabliert ist und fast unerreicht scheint, der Range Rover Sport ist eine Überlegung wert. Denn einen Porsche, BMW oder Mercedes fährt in gewissen Kreisen doch schließlich jeder. Wer sich unterscheiden will, schielt also auf die Insel. Im Innenraum ist der Range Rover Sport ein echter Gentleman. Hier empfängt die Passagiere Luxusambiente und quadratmeterweise edelstes Leder. Willkommen bei den Royals. Anders jedoch als der konventionelle Range trumpft der Sport nicht mit Holzintarsien auf, sondern mit allerhand Carbondekor und Alu-Applikationen. Die unterstreichen den sportlichen Anspruch. Also wir haben versucht beim Range Rover Sport ganz deutlich die Bedienung einfacher zu machen. Wir haben uns ungefähr 50%, das heißt mehr als die Hälfte der Knöpfe rausgenommen. Nur die Funktion, die man unmittelbar braucht, kann man direkt per Taste anwählen und benutzen. Alles andere ist in einem sehr praktischen Menü zu finden. Damit haben wir die Bedienbarkeit deutlich einfacher gemacht. Wir haben das ganze Auto ein bisschen sportlicher gestaltet im Innenraum durch Aluminium. Wir haben den Drehregler für die Automatik rausgeschmissen, haben stattdessen wieder einen richtigen Schaltknopf, um deutlich zu machen, dass dieses Auto wirklich sportlicher positioniert ist als der konventionelle Range Rover. Sportlich hart auch das Gestühl. Die Clubsessel aus dem Range Rover mussten im Sport deutlich strafferen Sportsitzen weichen. Trotz der Reduktion der Abmessungen für Fahrgäste und Gepäck bleibt jede Menge Platz. Auf Wunsch kann der Range Rover Sport sogar mit einer dritten Sitzreihe geliefert werden. Der beste Platz im imposanten Luxusliner ist vorne links. Wer woanders sitzt, hat Pech gehabt. Der verpasst das Beste. Neben dem 510 PS starken V8 wird der Sport von einem 3 Liter großen Diesel angetrieben, der wahlweise mit 258 oder 292 PS angeboten wird. Der schwächere, wenn auch nicht schwache Selbstzünder verbraucht lediglich knapp über 7 Liter. Damit wird der Range Rover fast zum Spritsparmodell. Der neue Range Rover Sport deckt eigentlich eine sehr große Bandbreite ab an Möglichkeiten. Man kann sehr schnell, gemütlich, kultiviert mit dem Diesel unterwegs sein, hat sehr niedrige Verbräuche, dadurch eine hohe Reichweite. Aber derjenige, der es wirklich sportlich haben möchte, der auch mal bis zu 250 fahren möchte, der schnell beschleunigen möchte, 0 auf 100 in 5,3 Sekunden, der sollte auf jeden Fall zum 5 Liter Supercharged mit 510 PS greifen. Mit dem kompromisslosen V8 oder dem grünen Gewissen im kleinen Diesel nicht genug, folgt im Spätherbst der erste Hybrid der Marke. Mit ihm soll der Verbrauch auf etwa 6 Liter sinken.
Wir werden erstmalig auf der Frankfurt Motor Show einen Dieselhybrid präsentieren, zunächst im Range Rover. Das wird eine Kombination sein aus 3 Liter Turbodieselmotor und Elektromotor. Und das Auto verspricht nochmal deutlich mehr Drehmoment bei gleichzeitig niedrigem Verbrauch. Trotz aller Fahrdynamik und Sportlichkeit, der Range Rover ist ein SUV und kein Supersportwagen. Die hohe Bauweise bringt das Schwergewicht im Parcours zu leichtem Seitennicken. Gewisse Auswirkungen physikalischer Gesetze sind eben auch trotz modernster Technik nicht zu umgehen. Dennoch ist die Agilität für einen SUV außergewöhnlich und beeindruckend. Der neue zirkelt flink und präzise um die Hütchen. Dazu trägt auch das neue Torque Vectoring System bei, das die Kraft an der Hinterachse vermehrt zum kurvenäußeren Rad schickt. Ebenfalls von Vorteil, der Range Rover Sport ist ein Leichtgewicht. Die Karosserie ist komplett aus Aluminium, das Leistungsgewicht entsprechend attraktiv. Absolut technisches Highlight beim neuen Range Rover Sport ist die Gewichtsersparnis. Dadurch, dass wir das Auto komplett aus Aluminium fertigen können, sparen wir bis zu 24 Kilogramm ein. Das bringt Vorteile bei der Dynamik, aber auch beim Verbrauch. Das heißt, das Auto ist bei gleicher PS-Leistung schneller und verbraucht deutlich weniger. Der Form halber sei erwähnt, der Range Rover Sport ist und bleibt ein Land Rover. Die absolute Geländetauglichkeit ist daher Ehrensache und Selbstverständlichkeit. Derartige Hindernisse, ein bisschen Stöckchen und Steinchen oder ein paar Schlammpfützen, kommentiert der Premium-SUV nur gelassen und gelangweilt. Theoretisch machbar, in der Praxis selten erprobt. Zu groß das Wagnis, Schmutz und Kratzer im Fahrzeuglack zu riskieren. Aber immerhin, es ist eben ein beruhigendes Gefühl, dass man könnte, wenn man wollte. Und wer will, der kann. Save the best for last. Der Preis. Der Range Rover Sport ist kein Schnäppchen, aber im Vergleich ein Preisbrecher. Ab unter 60.000 Euro geht's los, wobei je nach Ausstattung und Motorisierung auch leicht die 100.000 Euro geknackt werden können. Leistung satt und Exklusivität im Überfluss haben eben auch auf der Insel ihren Preis.